Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas, ist immer was los. Der König achtet immer noch an seinen Äußeren. Ja, er möchte die Königin beeindrucken. Die Liebe ist jetzt ganz groß geschrieben. Die Königin selbst genießt ihre Weiblichkeit und sie braucht gerade Klarheit. Ja, sie möchte die Wahrheit wissen. Sie hat nur ein einziges Problem. Sie sollte was abschließen von Vergangenheit. Es kommen nämlich Erinnerungen und das löst aus, dass sie innerlich hin und her gerissen ist. Das sollte sie auf den Punkt zu bringen. Etwas klären, was noch mit Vergangenheit was zu tun hat. Aber das ist ganz, ganz schwierig, weil sie ist sehr emotional. Und das tut auch weh. Diese Erinnerungen sind nicht ganz angenehm. Und das zum Klären, da steht sie schon in eine große Herausforderung. Aber verlangt von anderen, dass andere etwas klären. Das ist für sie dann doch eine Bestätigung. Der hübsche Prinz ist gerade sehr mutig und aktiv. Er kann sich ganz gut jetzt durchsetzen und sich behaupten. Die schöne Prinzessin genießt gerade ihre Schönheit, ihre Weiblichkeit und sie bekommt auch ganz viel Anerkennung und Bewunderung. In eine rechtliche Lage kommt gerade Ordnung. Es wird alles geklärt. Und eine gute Nachricht nähert sich schon. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Wir haben eine Sonne-Venus-Konjunktion. Das ist eine weibliche Energie, die schöne Prinzessin genießt, ihre Weiblichkeit bekommt Anerkennung, bekommt ganz viel Aufmerksamkeit. Und Sonne bedeutet auch Klarheit. Die Königin möchte Klarheit und verlangt, dass andere etwas klären. Aber sie selbst zweifelt an etwas. Und das ist gerade ein Mond-Uranus-Quadrat. Natürlich kommen auch Erinnerungen. Das ist eine rückläufige Pluto und dieser rückläufige Pluto hat auch einen Einfluss auf den heutigen Tag, steht nämlich in einem Quinkungsaspekt zum Sonne Venus. Das hat mit Vergangenheit was zu tun. Das sollte man auf den Punkt zu bringen, etwas klären oder vor vielen Dingen verabschieden und loslassen. In eine rechtliche Lage kommt Ordnung und das verspricht ein Jupiter-Saturn-Halbsextil. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.